Liebe Zuschauer, heute gibt es noch schnelle und besondere News. Und zwar zu Manalores ist endlich ein offizielles Release-Datum, Release-Date bekannt geworden. Und zwar der 26. April 2024. Und es gibt auch direkt einen neuen Trailer. Und ich dachte, wir schauen uns den Trailer jetzt hier einmal kurz gemeinsam an und gehen ihn danach mal nach und nach durch, um über die Spiel-Features zu sprechen. Ich habe ja die Demo, die es im Jahr 2023 schon gab, ausführlich gespielt und auch Videos dazu gemacht. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne in der Wartezeit noch anschauen. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir und hören wir vor allem erstmal in den Trailer rein. Been chosen to govern a land of great peril and promise. It has suffered long from the scourge of banditry. But there is another threat, an illegitimate baron who claims the northern territories as his own. Will you prove yourself worthy of this honor? Or will you perish by the traitor's steel? Der Early Access und damit tatsächlich später als ursprünglich geplant. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen im Detail kurz drüber reden. Dann machen wir mal jetzt den Sound leise und fangen jetzt noch mal von vorne an und schauen uns den Trailer jetzt ein bisschen genauer an. Also, zu Beginn vielleicht, ich meine, dass da mal ursprünglich Dezember im Raum stand, dass noch der Early Access beginnt. Das hat sich jetzt scheinbar nach hinten geschoben mit April, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde sowas immer besser. Nix überhasten, lass dem Entwickler hier seine Zeit und da ist es auch in Ordnung, jetzt noch bis April zu warten. Ich habe mich natürlich schon für den Dezember gefreut, aber jetzt freuen wir uns auf den April und damit steht es ja definitiv fest. Und wir sehen ja jetzt, wie weit das eigentlich schon fortgeschritten ist. Ich denke, da werden jetzt noch viele wichtige Sachen präpariert. Und dann beginnt ja erst der Early Access, muss man sagen. Das heißt, vieles wird noch im Laufe des Early Access kommen. Aber ich glaube, wir haben dann schon einfach besondere Grundlagen. Das Ganze wird ja von Hooded Horse vermarktet seit einiger Zeit. Hooded Horse habe ich auf der Gamescom übrigens kennengelernt. Sehr sympathische Leute, mit denen ich jetzt schon gute Gespräche geführt habe. So, Work in Progress. Hier gucken wir mal. Hier sehen wir dann auch das Thema Brandschatzung und Feuer. Kann hier ein ganz großes Thema werden. Also da kann das ganze Dorf auch einfach vernichtet werden. Was ja durchaus eine Gefahr ist. Und dann haben wir jetzt hier in diesem Trailer vor allem sehr viele Kampfsequenzen gesehen und das auch nicht mit wenigen, sondern durchaus auch mit einer ganzen Menge an Personen. Hier sieht man es jetzt mal recht eindringlich und das Besondere auch, alles sehr individuell. Also wir haben jetzt hier keinen Einheitsbrei, sondern durchaus etwas realistischere, so Waffenröcke, etwas dickere, Röcke und eben nicht jeden hier mit einer gepanzerten Rüstung, weil das wäre völlig unrealistisch. Die haben vielleicht mal einen Helm, der ihren Kopf schützt, aber der Rest ist dickere Kleidung gewesen. Oder wie man hier sieht, viele waren einfach Bauern, die einberufen wurden in die Schlacht. Die haben eine Keule in die Hand bekommen und auf geht's, los geht's. Vielleicht noch ein Schild, wenn sie Glück hatten. Nur manche waren hier schon bessere Kämpfer. Und scheinbar kann man dann auch hier tatsächlich verschiedene Arten von Kämpfern auswählen. Da hinten sehen wir, glaube ich, Bogenschützen, die dann hier noch in die Reihen reinschießen. Also wir haben hier durchaus ein komplexes, unterschiedliches System. Und wie wir sehen, natürlich auch das Thema Wetter spielt hier eine wichtige Rolle. Und das sind auch sehr schöne Sequenzen. Also ich muss sagen, das ist wirklich nicht schlecht. Und hier haben wir natürlich der klassische Dorfaufbau. Jetzt habe ich mich ein bisschen wiederholt, aber das liegt daran, weil ich einfach richtig Bock auf dieses Spiel habe, muss ich sagen. Und es wird hier natürlich auch, hier sehen wir jetzt mal so die düsteren Seiten. Hier sehen wir mal die Leichen, die hier den Weg pflastern mit Pfeilen auch durchsät.
und doch einige Kämpfer, die hier ihren Weg voranschreiten. Ja, das ganze Spiel kommt nicht nur klassisch für den PC, dass es erscheint, sondern es kommt auch für den PC Game Pass tatsächlich. Ist auch eine neue Info, meine ich. Und hier sehen wir natürlich ganz prägnant den Ochsen. Der Ochse, der, ich glaube, uns alle begeistert hat, dass er realistisch hier wirklich einen Balken, der im Wald gehackt wurde, irgendwo hinzieht, sodass dann dort das Gebäude, wie wir es hier sehen können, dann gebaut werden kann und so die Gebäude Stück für Stück organisch wachsen, wie auch die Dörfer, wie wir hier sehen können. Wenn ich das schon wieder sehe, habe ich direkt Lust loszulegen und loszubauen. Und genau, hier sehen wir das Dorf mal. Hier sehen wir auch tatsächlich, da gehen wir nochmal einen kurzen Tick zurück. Hier haben wir das Thema Feuer jetzt. Sehr relevant. Und zwar sehen wir hier scheinbar, wie feueranfällig das Ganze ist, oder? Also wir haben jetzt hier überall dieses Feuersymbol auf den Häusern und dann haben wir aber sowohl grüne als auch orangene Farben für das Haus. Das könnte aber eventuell die Nahrungsvielfalt meinen, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil scheinbar ist ja der Markt ausgewählt, wobei ich mich gerade frage, das ist wahrscheinlich dieser kleine Marktstand. Da haben wir jetzt Beeren und Brot und je mehr Ressourcen wir haben, umso besser. Vielleicht meint das jetzt hier auch nicht die Brandanfälligkeit, sondern Fuel, also wie viel Brennstoff, also wie viel Feuerholz haben Sie? Das würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn machen für so einen kleinen Ort. So, dann wird hier alles gebaut. Dann haben wir hier natürlich auch die Jahreszeiten, den Winter. Sieht grafisch wirklich fantastisch aus, dafür, dass es hauptsächlich ein Entwickler ist, der das Ganze organisiert. Gehen wir nochmal kurz einen Ticken zurück. Hier oben sehen wir wahrscheinlich uns selbst wieder, genau. Hier die ganzen Infos, die ganzen Ressourcen, die wichtig und relevant sind. Und hier wird es uns, oder wir werden darauf hingewiesen, ein neuer Entwicklungspunkt, New Development Point. So, jetzt wird es interessant. Das hier, ups, gehen wir nochmal zurück. Das hier ist alles neu. Da haben wir Richtlinien. Zum Beispiel eine kleine Landsteuer. Transfers wealth from the region to the Lord's Treasury. One silver per family per month. Okay, da bekommt man ein Silber pro Familie jeden Monat, wenn man diese Richtlinie sich holt. Also da gibt es scheinbar ein paar besondere Richtlinien, verschiedene Stufen. Kirche spielt hier scheinbar auch eine Rolle und mehrere Sachen. Wir haben Entwicklungspunkte, Richtlinien und Produktion für den Ort zu Beginn des Early Access. Hier ist so ein bisschen das Thema Entwicklung. Da haben wir so ein paar Entwicklungspfade, die scheinbar so, ich sag mal, bis drei Stufen in einer Seite hingehen. Hier haben wir jetzt Vorräte und da werden wohl auch neue Gebäude freigeschaltet. Also irgendwie Thema Feuerholz oder eine Nahrungskarte in irgendeiner Weise. Also neue Gebäude auf jeden Fall, die man hier freischalten kann. Hier wurde es zum Beispiel jetzt gemacht. Hier sehen wir auch den Detailgrad nach wie vor, zum Beispiel beim Marktstand. Und hier haben wir jetzt mal ein paar Übersichten über die Ritter. Ein Slavic Knight, ein slawischer Ritter, Erhard, ja, hat scheinbar wirklich auch einen Namen. Der ist jetzt auch mal richtig stark bewaffnet und ausgerüstet. Das sehen wir auch. Armor Upgrade. Man soll ja auch alle Waffen und Rüstungen selbst schmieden und herstellen können, dann im Dorf Stück für Stück. Und das sehen wir auch schon mit den Rüstungen, welche dort für ihn benötigt werden. Jetzt gehen wir nochmal, können wir nochmal einen Ticken zurück. Hier haben wir jetzt halt auch eine einfachere Version. Hier haben wir Fritz. Der ist etwas schwächer ausgerüstet, soweit ich das sehe. Und hier haben wir dann eben jemanden da. Und da sieht man auch die Details sehr schön. So, hier wird zum Beispiel die Kirche gebaut. Hier haben wir jetzt halt mal die Miliz, die geformt wird tatsächlich. Und es scheint so, dass die Miliz, also die Truppen, die man hat, auch bestimmte Ressourcen brauchen. Scheinbar ist das, ich würde sagen, das ist Bier hier unten, 15 von 30, dass sie neben den Waffen auch Bier brauchen, um bei der Stange gehalten zu werden, was schon mal ganz spannend ist. Und hier sehen wir jetzt mal eine Art Alarm. Wenn das Dorf wohl angegriffen wird, kann man hier wohl alle Dorfbewohner zurück ins Dorf rufen, dass sie sich sammeln und dann wahrscheinlich auch kämpfen. Hier sehen wir jetzt mal so eine Kampfsequenz, wahrscheinlich noch im etwas früheren Stadium. Also man hat nur vielleicht ein paar Bürger schon ausgerüstet mit Einheiten. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch mal sehr schön eine Animation, die individuell dargestellt wird. Also hier haben wir wirklich einen Kämpfer mit einem Speer, der mit dem Speer auch wirklich dann demjenigen, der auf dem Boden liegt, schon zusticht und das Blut, das man dann sogar spritzen sieht. Also durchaus einige Details, die hier reingenommen wurden. So, dann soll man ja auch diese Regionen als Karten haben, wo man spielen kann. Da kann man dann versuchen, scheinbar Ansprüche auf diese Regionen zu bekommen, um dann dort Krieg zu führen. Das ist scheinbar hier geplant. Und dann sieht man hier mal, mit wie großen Armeen man hier laufen kann. Sehr viele Bogenschützen, die hier schießen.
Ich ja, finde, da kommen schon so ein bisschen so Game of Thrones-Vibes aus, wenn ich so an die Schlacht der Bastarde denke. Natürlich ist das jetzt hier noch in einem kleineren Maßstab, aber auch das finde ich ist schon echt ein guter Maßstab. Es ist eine bunte Mischung und alle haben wirklich unterschiedliche Kleidungen an. Manche wehen Banner, dass man sie ein bisschen unterscheiden kann, weil da tue ich mich gerade schwer. Wer ist denn jetzt hier auf welcher Seite? Ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, wenn das jetzt keine professionelle Berufsarmee ist, die das Wappen auf den Wams sozusagen hat. Aber hier wird auf jeden Fall dann fleißig gekämpft. Hier haben wir jetzt auch schon so ein bisschen etwas professionellere Truppen, die wirklich alle ihre Langschilde haben und einen Speer dahinter. Teilweise schon aus zwei Reihen bestehen. Hier sehen wir es auch sehr gut. Sogar drei Reihen und die Speere dann Stück für Stück dann dahinter sind. Auch da muss ich wieder an die Schlacht der Bastarde denken aus Game of Thrones Staffel 6 mit diesen Reihen. Und ja. Dann kommt das Ganze. Männerlords, ich freue mich drauf. 26. April 2024 markieren wir uns alle dick und fett im Kalender. Ich hoffe doch sehr, dass ich eine Vorabversion bekomme. Dann kann ich euch nämlich schon mal vorab dieses Spiel in seiner, ja, ich sag mal, in seinem Early Access Zustand dann zeigen mit dem Kampfsystem, mit allem, was dazugehört. Bin ich relativ zuversichtlich, dass ich diese Möglichkeit bekomme. Dann werden wir das Livestream, dann werden wir Videos machen. Aber jetzt heißt es doch noch mal ein paar Monate warten. Es wird noch kein Weihnachtsgeschenk. Es wird dann ein Frühjahrsgeschenk, wo wir uns drauf freuen. Und wenn euch dieses Infovideo gefallen hat und ihr mehr solche Infovideos auch mal wollt, dass ich euch über coole, schöne, spannende Strategiespiele informiere, lasst doch gerne einen Like, da würde mich freuen. Und jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr den Trailer findet, wie ihr die Features findet, die wir jetzt schon gesehen haben. Habt ihr vielleicht noch was anderes entdeckt, was mir entgangen ist? Ab in die Kommentare damit. Und jetzt könnt ihr natürlich gerne noch meine Videos auf YouTube zu Mannerlords anschauen, zur Demo, die ich damals gespielt hatte. Und dann sehen wir uns bei einem meiner neuen Videos. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.